Ich darf Ihnen heute das OpenGeoEDU-Fallbeispiel Umgebungslärm vorstellen. Was ist eigentlich Umgebungslärm? Im Sinne der EU-Umgebungslärmrichtlinie bezeichnet Umgebungslärm unerwünschte und gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die von Verkehrsmitteln, dem Straßenverkehr, dem Eisenbahnverkehr, dem Flugverkehr oder Industrieanlagen ausgeht. Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie hat die Europäische Kommission am 25. Juni 2002 die gesetzliche Grundlage geschaffen, um die wichtigsten Lärmquellen in Europa zu reduzieren. Einerseits soll die Belastung der Bevölkerung durch den Verkehrslärm mit all seinen negativen Auswirkungen, insbesondere Gesundheitsschäden, entgegengewirkt werden. Zum anderen führt sie europaweit einheitliche Methoden und Berechnungen und Bewertungen von Umgebungslärm ein. So sollen die Ergebnisse vergleichbar werden, damit Maßnahmen besser abgestimmt werden können. Die Richtlinie wurde durch die Änderungen des Bundesemissionsschutzgesetzes vom 24. Juni 2005 und dem darauffolgenden Erlass der Verordnung über die Lärmkartierung in der 34. Bundesemissionsschutzverordnung vom 6. März 2006 in deutsches Recht überführt. Darin sind Begriffe, Inhalte und Anforderungen an die Lärmkartierung und an den Lärmaktionsplan geregelt. Mit der vorläufigen Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen, kurz VBUS, können die Lärmindizes, die für die Lärmkartierung erforderlich sind, berechnet werden. Für jeden Zeitraum wird ein Dauerschallpegel berechnet. Zusätzlich wird ein gewichteter 24-Stunden-Wert, der Tag-Abend-Nacht-Lärmindex LDEN, ermittelt. Für die Abend- und für die Nachtzeiten werden Zuschläge berücksichtigt. Für den Abendindex werden 5 Dezibel und für den Nachtlärmindex 10 Dezibel hinzuaddiert. Die Schallbelastung im zeitlichen Verlauf ist nicht immer gleichbleibend. Für die Vergleichbarkeit der Berechnungen werden also Mittlungspegel angewendet. Das einheitliche Vorgehen bei der Umgebungslärmbekämpfung fordert alle 5 Jahre die Erstellung strategischer Lärmkarten, die Information und Aufklärung der Öffentlichkeit sowie die Aufstellung von Lärmaktionsplänen zur Festlegung von Maßnahmen zur Verringerung des Lärms. Bevor wir fortfahren, ein winziger Exkurs zu den Begriffen Schall, Lärm und dazugehörigen Einheiten. Schall bezeichnet mechanische Schwingungen, die sich wellenförmig in einem Medium ausbreiten. Schallquellen strahlen Schallemissionen aus. Diese wirken als Schallemissionen auf den Menschen ein. Hier aufgetragen sind einige Beispiele alltäglicher Schallquellen und deren bewerteter Schallpegel. Der Schallpegel wird in Dezibel gemessen. Die Dezibelskala ist logarithmisch, das bedeutet, eine Verdopplung der Lärmquelle erhöht den Wert um 3 Dezibel. Eine Halbierung der Lärmquelle verringert den Wert um 3 Dezibel. Allerdings empfinden Menschen erst bei einer Verringerung von etwa 6 bis 10 Dezibel eine Halbierung der Lautstärke. Für die Modellierung der Schallausbreitung werden die Eingangsdaten wie Schallquellen, also Straßen und Verkehrsmengen, Gebäudefassaden und Geländehöhen zur Berechnung der Ausbreitungspfade herangezogen. Die Schallbelastung ergibt sich aus der Summe aller Pfade an den Empfängerpunkten. Das ist die Emission. Die Schallausbreitung unterliegt den Gesetzmäßigkeiten der Physik. Der Schall kann sich ungehindert ausbreiten, man spricht von Direktschall. Schallwellen werden gebeugt. Dies ist besonders für die abschirmende Wirkung von Lärmschutzwänden bedeutsam. Schallwellen werden reflektiert. Dieses Prinzip wird nicht nur im Tonstudio genutzt, siehe Noppenschaum. Auch gibt es sogenannte Niedrigschallschutzwände. Bei einer Dauerschallbelastung von 65 Dezibel tags und 55 Dezibel nachts können gesundheitliche Beeinträchtigungen beobachtet werden. Mit zunehmendem Schallpegel gehören dazu unter anderem Konzentrationsschwierigkeiten, Herz- und Kreislauferkrankungen und Schlafstörungen. Für die Bewertung der Belastung durch Lärm wird die Höhe des Pegels berücksichtigt, aber auch die Anzahl der Betroffenen und die Nutzung bzw. Schutzwürdigkeit der betroffenen Flächen sind wesentliche Kriterien. Wenden wir uns nun den strategischen Lärmkarten zu. Lärmkarten stellen die Belastung vor Ort dar, sie sind berechnet und setzen sich im Einzelnen zusammen
aus der grafischen Darstellung der Lärmsituation sowie tabellarischen Angaben über die geschätzte Zahl der betroffenen Personen, den belasteten Flächen und die Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser je Schwellenwert. Die Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten bei der Lärmaktionsplanung zu größtmöglicher Transparenz. Dazu müssen die zuständigen Behörden Lärmkarten veröffentlichen. So soll die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhalten, an der Ausarbeitung der Lärmaktionspläne aktiv mitzuwirken. Hier sind dazu beispielhaft für die Region Rostock der Lärmkartenviewer von Mecklenburg-Vorpommern und der Informationsservice der Europäischen Umweltagentur abgebildet. Aus den Lärmkartierungen geht hervor, dass in Deutschland allein an den betrachteten Straßen 8,7 Millionen Menschen von dem 24-Stunden-Mittelungspegel von über 55 Dezibel betroffen sind. Zur Minderung und Vermeidung der Lärmbelastungen sind Kommunen angehalten, Lärmaktionspläne aufzustellen. Diese sind wie folgt gegliedert: Die Analyse der Lärmsituation betrachtet die Betroffenheit, identifiziert Lärmprobleme und ruhige Gebiete und die Lärmquellen. Im zweiten Punkt der Analyse vorhandener Planungen werden Bauleitplanungen, Verkehrsentwicklungsplanungen, Luftreinhaltungsplanung und weitere Planungen analysiert. Die Lärmaktionsplanung prüft und bewertet vorhandene und geplante Lärmschutzprogramme und Maßnahmen, stellt Maßnahmenkonzepte und Strategien zur Debatte und versucht eine Priorisierung und gestaltet die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Im Gesamtkonzept werden Wirkungsanalysen, Kosten-Nutzen-Analysen, Zeitrahmen und eine Bewertung durchgeführt, sowie mögliche Maßnahmen abgewogen. Der Lärmaktionsplan wird verfasst, beschlossen und mit der Öffentlichkeit und Presse kommuniziert und an übergeordnete Behörden weitergeleitet. Wie sieht die Umgebungslärmrichtlinie eigentlich in der Umsetzung aus? Hier jetzt einige Beispiele zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie. Für die Stadt Moers sind die Dokumentation der Lärmkartierung und des Lärmaktionsplanes verfügbar, sowie auch die offenen Daten zur Ausbreitung des Verkehrslärms, die Sie auch in der mCloud finden können. Ein weiteres Beispiel ist das Transparenzportal der Hansestadt Hamburg. Dies stellt neben dem Kartenviewer auch die Dienste zur Einbindung in Ihr Geoinformationssystem bereit und andere Daten für die Lärmkartierung. Im August diesen Jahres ist der 160 Seiten Endbericht zum Lärmaktionsplanung der dritten Stufe für Rostock erschienen. Das Eisenbahnbundesamt führt nach Vorgaben der Richtlinie die nationale Lärmkartierung und Aktionsplanung an den Schienenwegen durch. Informationen zur Lärmschutzinfrastruktur an Schienenwegen und betroffenen Zahlen stellt das Eisenbahnbundesamt mit OGC-Diensten bereit. Die Daten des Eisenbahnbundesamtes finden Sie wie viele andere offene Mobilitätsdaten auch in der mCloud. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock.